Der heutige Videoausblick trägt den etwas ungewöhnlichen Titel Marcel Fratsche als Symptom. Ich versuche anhand der Aussagen des Ökonomen, des Chefs des DIW einmal zu zeigen, was aus meiner Sicht schiefläuft derzeit in Deutschland, dass da ein paar Dinge jenseits der Realität stattfinden und das, wie gesagt, anhand der Aussagen von Marcello Fratscherino, wie wir ihn hier sehen, gestern auch nochmal in den Tagesthemen dort die These vertreten, okay, wir könnten die Schuldenobergrenze kurzfristig mal anheben, finde ich eine vertretbare Position, wenn die andere Welt in Schuldenorgien versinkt, warum sollen wir dann Sparweltmeister sein? Also da bin ich gar nicht so weit weg von ihm, aber der wirklich eigentliche Punkt ist der, dass Marcel Fratscher ja permanent die Inflation kleinredet und sagt, ja, diese Klagen über die gestiegenen Energiepreise, die führen in die Irre, denn klimaschädigendes Verhalten von Menschen und Unternehmen muss teurer werden. Die Inflation ist willkommen, notwendig für die Transformation der deutschen Wirtschaft. Und wie gesagt, Marcel Fratscher ist jemand, der aus öffentlichen Mitteln mithin, also aus unseren Steuergeldern finanziert wird. Und der sagt also hier, ihr Weicheier, macht euch mal locker, ist doch gut, wenn die Preise steigen, denn wir müssen ja an dem Klimawandel, den müssen wir stoppen, da muss etwas passieren, also muss das über die Preise passieren. Das wollen wir mal den Leuten erzählen, die schon im Jahr 2019, Winter 2019, 2020 zu Hause gefroren haben, in Deutschland etwa 2 Millionen Menschen. Warum? Weil sie schlichtweg zu wenig Geld haben zu heizen. Das war wie gesagt 2019, 2020, jetzt sind die Preise ja deutlich höher. Mithin dürften es also sehr viel mehr Menschen sein, die es sich wahrscheinlich in diesem Winter nicht wirklich leisten können zu heizen. Gerade angesichts der massiv gestiegenen Strompreise, Energiepreise insgesamt. Und da erzählt also jemand, der von Steuergeldern lebt faktisch, der erzählt den Leuten, ja, ist doch dein Problem, die Preise müssen steigen, damit wir unsere Umweltziele erreichen. Das finde ich schon eine Art Menschenverachtung, könnte man fast sagen, die himmelschreiend ist und die zeigt, wie weit Marcel Fratscher und viele andere aus der Politik auch von den wirklichen Themen und Problemen der Leute entfernt sind. Kein Wunder, dass es da eine gewisse Verdrossenheit gibt. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die deutsche Wirtschaft, ich will nicht sagen gegen die Wand fährt, aber es braut sich hier etwas sehr, sehr Ungünstiges zusammen. Wir haben etwa ja gerade bei den Unternehmen, bei den Bereichen, wo bestimmte Metalle verarbeitet werden, die dann in Endprodukten letztendlich enthalten sind. Hier haben wir massive Stilllegungen, etwa ein Drittel der Produktionskapazitäten in Aluminium, ich hatte das mehrfach schon thematisiert, ist aber sehr, sehr wichtig, ist derzeit stillgelegt. Wenn wir uns jetzt mal die Aussage von JP Morgan anschauen, dass die globalen Autoverkäufe jetzt 5 Monate in Folge rückläufig sind, nämlich im September 5% zum Vormonat. Die Autos nun sind insgesamt weniger, 17 Millionen weniger Autos produziert worden. Dann zeigt das, welche Krise hier der Fall ist. Das ist die größte Autorezession sozusagen, seit es die Daten von JP Morgan gibt, nämlich seit dem Jahr 2000. Und die Autoindustrie ist in Deutschland ja ein maßgeblicher Faktor. Da hängen Zulieferer dran, da sind sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Da gibt es sehr viele Firmen, die davon leben. Und wenn wir hier ein Problem haben, dann haben wir richtig ein Problem. Und wir sehen etwa German Manufacturing PMI, also die Einkaufsmanager-Indizes aus dem Gewerbe, die sind rückläufig und dürften deutlich rückläufiger werden jetzt mit den dann kommenden Zahlen. Wir haben gestern etwa den ZDW-Index gesehen, Sentiment, wir sehen, wie stark das derzeit abstürzt und das dürfte sich hier fortsetzen. Da sind entscheidende Bereiche so schwer getroffen, dass wir hier eine Art Versorgungskrise bekommen können, wenn es dumm läuft. Hier sehen wir mal ein Auto. Es ist ja im Prinzip ein fahrender Computer, ein Computer auf Rädern, wenn man so will, was da alles an Chips drin ist. Aber das sind eben Endprodukte. Wenn wir jetzt sozusagen schon bei den Zwischenprodukten, etwa Metalle, hier nicht mehr produzieren können, dann brauchen wir über die Endprodukte und deren Fertigung gar nicht mehr zu reden. Das ist das Problem. Und da hängen eben Jobs dran, da hängt dann unser Wohlstand dran. Und wenn der Wohlstand vorbei ist, dann ist es auch vorbei mit dem sozialen Frieden. Das sollte man bedenken, Herr Fratscher. Dementsprechend diese Arroganz zu sagen, ist doch gut, wenn die Energiepreise steigen. Eine willkommene Inflation. Das, wie gesagt, ist ignorant bis menschenverachtend. Hier sehen wir unten mal in der Grafik die Supply Chain and Price Mentions. Also das, was die Unternehmen erwähnen an Begrifflichkeiten wie Lieferketten,
wie Preise, die massiv gestiegen sind, absolutes Allzeithoch in vielerlei Bereichen. Und jetzt führt das dazu, dass etwa hier ein Artikel sagt, ja Leute, kauft ihr besser jetzt, was im Laden steht, denn diese Lieferkettenprobleme vor Weihnachten, die werden nicht besser. Wir erleben also jetzt möglicherweise so eine Art Entglobalisierung, die Geburtswehen der Entglobalisierung. Wir stellen fest, dass wir wahrscheinlich nicht umhin kommen, wieder Dinge in Deutschland zu produzieren, um nicht abhängig zu sein von einer Welt, die jetzt nicht mehr so funktioniert wie damals, als die Globalisierung noch intakt war. Corona ist sozusagen der Einschnitt, der letztendlich eine Art Deglobalisierung, eine Art Sprengung der Lieferketten gebracht hat, unter denen wir nach wie vor leiden. Und jetzt ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir wieder mal so ein bisschen bodenständiger werden, dieses höher, schneller, weiter, dieser Wachstumsideologie, immer weiter, immer höher, immer schneller. Die kann schon deshalb nicht funktionieren, weil wir demografisch älter und weniger werden und jetzt vielleicht ein bisschen wieder Demut lernen, ein bisschen bodenständiger werden, ein bisschen mehr die Dinge wieder achten und respektieren, statt in dieser Wegwerfgesellschaft zu leben und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen bescheidener zu werden, was Weihnachten betrifft, keine Ahnung. Jedenfalls, das ist natürlich schon eine ziemlich heftige Situation. Wir sind ja gewohnt, dass immer alles da ist, immer alles zur Verfügung ist, Regale voll sind bis zum Überquellen. Wir werden vielleicht in Zeiten jetzt kommen, wo das nicht mehr der Fall ist und wir sollten uns mental darauf vorbereiten und nicht dann praktisch vom Hocker fallen. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass hier der Mainstream, den Marcel Fratscher ja vertritt, so ein Stück weit diesen alten Slogan am deutschen Wesen, mag die Welt genesen, hier repräsentiert. Das ist ursprünglich ein Gedicht von Emanuel Geibel aus dem Jahr 1861. Geibel wünschte sich damals die deutsche Einigung herbei, die ja dann 10 Jahre später nach dem Deutsch-Französischen Krieg passierte. Bismarck hat das dann hingekriegt. Macht und Freiheit, Recht und Sitte, klarer Geist und scharfer Hieb zügeln dann aus starker Mitte jeder Selbstsucht wilden Trieb und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. Es mag am deutschen Wesen nochmal die Welt genesen, so damals Geibel. Das, wie gesagt, war vor allem ein Sehnsuchtsgedicht für die deutsche Einheit. Kaiser Wilhelm II. Hat dann daraus am deutschen Wesen soll die Welt genesen gemacht, hat also sozusagen aus einer rechtsvölkischen Perspektive dann diese ganze Geschichte ein bisschen in diese Richtung gedreht und das bedeutete faktisch, ja, dass die Welt deutscher werden soll und ich habe derzeit das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen nach links gewendet ist, die Welt soll deutscher werden, denn wir sind die Musterschüler in Sachen grüner Ideologie, am deutschen Klimawesen wird die Welt genesen, obwohl wir eben nur 2% des CO2-Ausstoßes letztendlich verantworten und dem Klima, was wir Deutschen tun, vergleichsweise egal ist, anders als bei den Chinesen oder den Indern etwa. Hier sehen wir übrigens solche Abbildung aus dem Ersten Weltkrieg. Das war damals eben so ein Slogan der Rechten. Jetzt ist das sozusagen ein mentaler Slogan der Linken, der grünen These, dass sozusagen wir jetzt vorangehen, wir brauchen eine Klimaregierung etc. Vielleicht mal drüber nachdenken, dass letztendlich hier etwas umgedeutet wird, aber Mentalitätsstränge in einer Kultur, in Gesellschaften wie in einer deutschen Gesellschaft sehr, sehr lange bleiben. Wir haben zum Beispiel durch den dann Börsencrash 1873 eine Spekulationsfeindschaft in Deutschland, die Jahrzehnte fortgewirkt hat, die immer noch fortwirkt, Spekulation als etwas was negativ ist. Das sind so kulturelle Muster, kulturelle Codes, die sich sehr lange fortsetzen, sehr lange halten können, darf man nicht unterschätzen. Und wie gesagt, jetzt scheint das eine andere Drehung zu bekommen. Wir sollten vielleicht die Relation mal ein bisschen respektieren und sagen, hey, wir müssen da etwas tun, gar keine Frage. Das ist ein zentrales Thema. Das sind die Zukunftschancen unserer Kinder, überhaupt keine Frage. Aber die Frage ist nur, wie gehen wir das an und schütten wir das Kind mit dem Bade aus, indem wir unsere eigene Wirtschaft zerstören, unsere eigene Industrie kaputt machen. Und da würde ich sagen, das ist vielleicht nicht so gut, denn es bringt unseren Kindern auch nichts, wenn eben die Wirtschaft kaputt ist und sie dann echte Probleme anderer Natur haben, nämlich materielle Probleme. Also da sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, wo die Reise derzeit hingeht. Jetzt E.ON zum Beispiel, er hat gesagt, wir nehmen keine neuen Gasverträge mehr an. Viele Gasunternehmen leiden ja darunter, dass sie Verträge haben mit Kunden, inzwischen aber viel teurer das Gas einkaufen müssen, sodass sie dann Minus machen, wenn sie die Kunden beliefern. Deswegen will jetzt E.ON erstmal etwas Zeit gewinnen, um die Preise für Neuverträge anzupassen. E.ON ist ja der Grundversorger, der dann einspringt, wenn andere abspringen oder pleite sind. In UK jetzt die Warnung,
des Energieaufsichtsgremiums sozusagen, dass weitaus mehr Energieunternehmen in UK jetzt pleite gehen könnten. Jetzt kommen wir mal zu der Berichtssaison, meine Damen und Herren. Heute beginnt sie in den USA mit JP Morgan Chase. Das alles wird stattfinden um 12.50 Uhr sind die Zahlen gemeldet. Oder werden die Zahlen erwartet, dann nehmen noch BlackRock, morgen dann Bank of America, Wells Fargo, City, Domino's, Morgan Stanley, Alcoa und so weiter und so fort. Am Freitag dann Goldman Sachs. Also das wird jetzt ein wirklicher Hingucker. Und wenn wir jetzt mal uns vergegenwärtigen, dass gestern ja die Meldung kam, Apple wird etwa 10 Millionen weniger iPhone 13 produzieren können aufgrund des Chipmangels. Also der Chipmangel, der trifft jetzt nicht nur Computer- und Autoindustrie, sondern jetzt eben auch etwa eine Apple, also die Big Tech Unternehmen in den USA. Tim Cook hat gestern übrigens auf Weibo, dieser App in China, gesagt, ja, wir werden Geld spenden für die Provinz Shaanxi, wo ja diese schweren Überflutungen sind, die wiederum dazu führen, dass in dieser Provinz kein Kohlestrom mehr produziert werden kann oder deutlich weniger, weil diese Region eben die Kohlestromregion Chinas schlechthin ist. Also er will da Geld spenden, will da Unterstützung leisten, ist ein sehr edler Zug, aber wahrscheinlich nicht ganz ohne Hintergedanken, denn China ist natürlich für Apple sehr wichtig. Schauen wir uns jetzt mal, wenn wir nochmal zu dieser Earnings Season kommen, zu dieser Berichtssaison kommen, sehen wir, dass wir hier die zweite Q-Earnings Season hatten, also die Berichtssaison aus dem zweiten Quartal, die Supply Chain Probleme, die Lieferkettenprobleme, die Transportkosten danach aber maßgeblich nach oben geschossen sind. Das heißt, das findet überwiegend im dritten Quartal statt. Wir sehen hier Stories über Gewinnwarnungen, Profit Warnings sind sehr, sehr hoch geschossen in letzter Zeit. Und jetzt ist eben die Frage, was heißt das für die Märkte? Wird vor allem der Ausblick entscheidend sein? Werden die Zahlen entscheidend sein? Das ist die große Frage. Bank of America jedenfalls sagt, don't buy the dip. Und man erklärt auch, warum. Weil eben die Fed jetzt gar nicht anders kann, als die Geldpolitik zu straffen. Und es müsste schon viel passieren, sagt Bank of America, dass sie damit aufhört, dass sie sozusagen versucht, wieder dovish zu agieren. Das können nur sehr, sehr schlechte Nachrichten. Dementsprechend sei es gut für die Märkte, wenn jetzt die schlechten Nachrichten sich häufen. Das sei die einzige Chance, dass die Fed dann irgendwann wieder dovish werden kann. Wir bekommen heute 14,30 US-Verbraucherpreise. Da wird sehr genau hingeschaut. 5,3% zum Vorjahresmonat ist die Prognose. Und die Fed hat jetzt in Gestalt von Rafael Bostich, dem Atlanta-Fed-Chef, mehr oder weniger klar gesagt, also diese Inflation, die ist nicht transitory. Es wird immer klarer, dass diese Periode viel länger dauert, so Bostich gestern. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Inflationserwartungen der Amerikaner immer weiter nach oben schießen. Die Fed achtet sehr auf Inflationserwartungen, weil man sich sagt, das sind Self-Fulfilling Prophecies. Und wenn du die Kontrolle verlierst über diese Self-Fulfilling Prophecies, und das ist der Fed derzeit passiert, dann wird es eng. Bostich hat gestern übrigens in dieser Rede, die er virtuell gehalten hat oder die dann übertragen wurde, gesagt, transitory is a dirty word, und hat sich lustig gemacht über dieses transitory. Und jedes Mal, wenn er das Wort der transitory verwendet hat, dann einen Dollar in hier dieses Glas geschmissen. Also Humor hat der Mann, aber mit dieser klaren Ansage, dass die Inflation nicht transitory, nicht vorübergehend ist, wird man wohl nicht Fed-Chef. Apropos Fed-Chef, jetzt gibt es, wenn man so will, den nächsten Abgang. Qualls wird jetzt nicht länger das Committee on Supervision leiten. Die Amtszeit läuft schlichtweg aus und man hat jetzt keinen Nachfolger ernannt, sondern es wird Brainard machen, es wird Qualls, der in der Fed bleibt, auch machen, aber es ist sozusagen doch ein Einschnitt. Qualls ist ja wie Paul jemand, der aus dem Investmentbanking kommt, Jurist ist, eigentlich kein Ökonomist, sei es drum. Jedenfalls ist es eben so, dass natürlich jetzt das Vertrauen in die Fed erstens dadurch angeschlagen ist, dass man in Sachen Inflation völlig daneben lag, dann diese ganzen Trading-Geschichten, dass also Fed-Mitglieder hier praktisch profitiert haben am Markt. All das schwächt natürlich die Situation der Fed, die ohnehin eben jetzt in einem stagflationären Szenario, wenn es denn so weitergeht, machtlos ist, und auch das ist ein Belastungsfaktor für die Märkte. Schauen wir uns mal hier Xi Jinping an. Hier ein Artikel in der Financial Times, der sagt, also das, was da passiert, das ist sicherlich nicht gut in Sachen Wirtschaftsentwicklung in China. Es ist der Versuch, die Kontrolle komplett eben in der Hand zu behalten oder in die Hand zu bekommen, noch autoritärer
zu werden. Wir sehen jetzt, dass China Peking angeordnet hat, dass die Stahlproduktion in den nördlichen China etwa halbiert wird bis nächstes Jahr, bis März etwa. Wir haben heute die Handelsbilanz aus China bekommen, Exporte besser, Importe schwächer als erwartet. Und wir sehen aber so eine Art Rohstoffcrash in China, in Dalian, wo Rohstoffe, Futures gehandelt werden, weil dann eben das China Customs gesagt hat, okay, also das vierte Quartal wird deutlich schwächer, weil eben der Vorjahreswert so hoch ist. Man hat die Warnung deutlich verstanden, deswegen wurden Rohstoffe abverkauft. Die große Gefahr, was ist das jetzt für die Märkte in dieser Earnings Season? Es sind die Big Tech Five, es sind die Big Five, die großen Player, etwa eine Apple oder eine Amazon, denn die bringen so viel Gewicht auf die Waage, dass es schon kracht. Wolfgang Müller, mein Kollege, hat einen Artikel geschrieben, wo er das wunderbar einordnet und zeigt, was da auf dem Spiel steht jetzt für die Märkte insgesamt. Jetzt beginnt ja erstmal die Berichtssaison mit den Finanzunternehmen. Die sind im S&P 500 immerhin mit 12% gewertet, aber damit nicht einmal die Hälfte dessen, was etwa der Tech-Sektor auf die Waage bringt oder nur 5 dieser Unternehmen auf die Waage bringen. Das werde ich unter dem Video verlinken und hoffe, dass wir jetzt ein bisschen zur Raison kommen. Langsam, die Dinge scheinen sich in eine etwas absurde Richtung zu entwickeln. Wir vergessen, dass dieser Wohlstand nicht Gott gegeben ist, sondern der muss erarbeitet werden. Und wenn ich dann sage, ja okay, ist mir egal, was mit der Industrie, mit der Wirtschaft, mit den Unternehmen passiert, dann habe ich ein mentales Problem und dann haben wir ein Problem. Denn wie gesagt, all das ist nicht selbstverständlich und es ist etwas, was man sich immer wieder neu erarbeiten muss. Jetzt wünsche ich das Allerbeste, verweise nochmal auf den Artikel unter dem Video und sage Servus und Ciao.